Der akute Extremitätenverschluss ist der akute Verschluss einer Arterie durch arterielle Thrombose oder Embolie. Eine Thrombose ist ein Blutgerinnsel, welches direkt am Ort des Entstehens zum Gefäßverschluss führt, und eine Embolie entsteht nicht am Ursprungsort, sondern wird fortgetragen. Die Ursachen sind eine Embolie aus dem linken Vorhof, zum Beispiel beim Vorhofflimmern, eine Loslösung von arteriosklerotischem Plaque aus der Aorta oder auch Thrombosen im arteriellen System, welches eher selten vorkommt. Die Symptome leiten sich nach den sogenannten 6P nach Pratt ab. Pain, plötzliche unerträgliche Schmerzen. Pale, Blässe der Extremität. Paresthesia, Gefühlsstörungen. Paralysis, eine Taubheit. Pulselessness, Pulslosigkeit. Sowie Prostration, also Schocksymptomatik. Therapeutisch ist der akute Extremitätenverschluss als Notfall anzusehen, sodass der Rettungsdienst alarmiert werden sollte oder der Patient ins Krankenhaus verbracht wird. Es wird zunächst eine Tieflagerung der betroffenen Extremität mit Polsterung durchgeführt sowie auf eine Wärmeerhaltung geachtet. Die weitere Behandlung findet dann entsprechend im Krankenhaus statt. Der akute Extremitätenverschluss ist von der arteriellen Verschlusskrankheit abzugrenzen. Die arterielle Verschlusskrankheit ist ein eher chronisches Krankheitsbild und der akute Extremitätenverschluss tritt plötzlich auf.